Vor dem heutigen Auftakt der zweiten Bundesliga gibt es vor allem in Gelsenkirchen wieder einmal eine Menge an Aufregung um die Polizei. Wie wir in einem gestrigen Video bereits betonten, verfasste der HSV vor wenigen Tagen eine kritische Stellungnahme zum Choreo-Verbot für Gästefans seitens der Polizei GE. Nun aber meldete sich die Polizei wiederum verwundert über die Stellungnahme der Hamburger zu Wort. Mit großer Verwunderung, so die Gelsenkirchener Polizei, habe diese eine Stellungnahme des Hamburger SV zu einem Choreografieverbot beim Rückrundenstart am Samstag in der Veltins Arena zur Kenntnis genommen. So habe die Polizei in einem üblichen Sicherheitsgespräch, das der Veranstalter FC Schalke 04 im Vorfeld jeder Partie mit allen Sicherheitspartnern führe, dargelegt, warum sie der geplanten Choreografie der HSV-Fans nicht zustimmen kann. Das Aufziehen einer Blockfahne über den kompletten Gästebereich lässt erwarten, dass Fans des Hamburger SV wie bei mehreren vorangegangenen Spielen in der laufenden Saison unter dem Sichtschutz der Blockfahne gefährliche und daher verbotene Pyrotechnik zünden. Dies gefährdet andere Zuschauer, verstößt gegen Gesetze und darüber hinaus gegen die verbandseigenen Sicherheitsrichtlinien des DFB, betonte die Polizei dabei. Dennoch habe die Polizei deutlich gemacht, dass grundsätzlich nichts gegen eindrucks- und stimmungsvolle Choreografien spricht und eine Zustimmung in Aussicht gestellt, wenn die Fans des Gastvereins entweder keine Blockfahne aufziehen oder der Verein den Verzicht auf Pyrotechnik während der Choreografie zusichert. Dieser Vorschlag wurde vom Verein offensichtlich nicht angenommen und das Gespräch mit der Polizei Gelsenkirchen wurde bislang nicht gesucht. In der Pressemitteilung der Polizei wird dann aber auch noch ein weiteres spannendes Detail enthüllt. Auch die Schalker Ultras planen offenbar erstmals wieder eine Choreografie in der Nordkurve Gelsenkirchen. Zitat Polizei GE: Auf eine abgestimmte Choreografie, wie sie am Samstag im Block der Heimfans des FC Schalke 04 zu sehen sein wird, freut sich die Polizei und wünscht sich am Samstag eine friedliche Spielbegegnung, bei der die sportliche Auseinandersetzung im Vordergrund steht. Das könnte auch gleichzeitig bedeuten, dass der seit der Vorsaison bestehende Disput zwischen der Polizei und den Ultras Gelsenkirchen wohl beigelegt wurde. Monatelang fanden in der Veltins Arena keine Choreos statt. Auslöser dafür war ein eskalierter Streit im Oktober 2022 beim Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg. Die Schalker Szene brannte dort eindrucksvoll blaue Rauchtöpfe ab, mit dem Verein und den Einsatzkräften nicht abgesprochen war. Die Aktion hatte die Sicht auf dem Feld derart beeinträchtigt, dass Schiedsrichter Christian Dingert die Partie bereits nach 4 Minuten unterbrechen musste. Anschließend erklärte die Polizei, dass bis auf Weiteres dem Sicherheitskonzept des Vereins nicht mehr zugestimmt werde, sobald Choreografien angemeldet werden. Nun aber scheinen alle Parteien eine Lösung miteinander gefunden zu haben, zur Freude der Fans. Was uns letztendlich am heutigen Abend auf Schalke erwartet, werden wir sehen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.